Herzlich willkommen, liebe Radsportfans beim Race Around Austria. Wir befinden uns in St. Georgen im Attergau. Zum vierten Mal in Folge ist hier Start und Ziel von Europas härtestem Radrennen. Ich befinde mich auf der Startbühne. Von hier aus werden in Kürze 200 Athleten ihr Rennen rund um Österreich beginnen. An meiner Seite habe ich in diesem Jahr Gerald Bauer. Er wird mich als Experte dieses Jahr unterstützen. Was geht den Athleten hier beim Start durch den Kopf? Es ist schon ein ganz spezieller Moment, weil du bereitest dich ja ein Jahr oder teilweise noch länger darauf vor, diese Herausforderung auf dich zu nehmen. Also ist schon sicher viel Respekt dabei, allerdings sollte man auch nicht zu ängstlich sein, denn Angst hat bei so einem Rennen auch nichts verloren. Respekt ist okay, aber Angst nicht. Und man sollte auch nicht zu vorbelastet irgendwie an das Rennen gehen, dass man nur zu viele Dinge im Kopf hat, sondern im besten Fall alle Hausaufgaben erledigt haben, gut trainiert haben, ein gutes Team haben und den Kopf frei, also keine Belastungen mitnehmen, nichts ein Problem mit privates Problem mit der Firma, was auch immer mitzutragen oder Sponsorverpflichtung, ein Resultat zu erreichen, sondern wirklich frei mit Lust am Radfahren, mit dem nötigen Respekt, aber ohne Angst dort loszustarten. Und was den Athleten dieses Jahr vor dem Start durch den Kopf gegangen ist, das haben wir für Sie herausgefunden. Momentan ist der Stress noch relativ groß. Ich hoffe, dass er bald vorbei ist. Sobald wir auf der Strecke sind, hat sich das alles gelegt. Die letzten paar Minuten vor so einem Rennen sind immer sehr stressig. Im Bauch geregelt habe ich schon ein bisschen ungutes Gefühl. Sono molto tesa, chiaramente per la gara. Quest'anno si prospetta sicuramente un tempo migliore, quindi insomma dovrebbe andare tutto per il meglio, si spera. Es ist für mich jeder Teil eine Herausforderung. Also ich fürchte keinen mehr und ich freue mich auch auf keinen mehr. Worauf ich mich natürlich sehr freue, ist heute die Fanzone in Gmünd. Einfach bekannte Leute sehen, die mir Kraft mitgeben. Die Anforderungen an einen Athleten in einem Ultraradsport-Event sind extrem. Wie bereitet man sich am besten auf so ein Rennen vor? Also auf jeden Fall einmal sehr gewissenhaft, lange, also nicht einfach jetzt herstellen, ich probiere mal. Es ist aber mittlerweile schon so, dass alle Athleten, die da an den Start gehen, richtig gut trainiert sind, also sowohl Solo als auch Teamfahrer, wobei man natürlich im Team schon nur ein bisschen das Abenteuer im Vordergrund stellen sollte. Aber es ist das Training der eine Teil, aber es gehört auch andere Dinge einfach akribisch gearbeitet. Es gehört die Wechsel im Team gescheit durchgespielt, wirklich praktiziert, ein gescheites Team generell um sich aufgebaut. Es geht dann aber so weit, dass wirklich Details, also sprich Lagereigenschaft vom Rad, ob das Trikot gescheit zu hab, wie eng es anliegt, also wirklich aerodynamische Aspekte mit einzunehmen. Einfach eine Summe von vielen kleinen Mosaiksteinchen, um dort auch wirklich lang und schnell Radfahren zu können, denn 5 Watt mehr auf die Pedale zu bringen, macht am Endklass oder Endklassement gleich mal einige Stunden aus bei so einem langen Rennen. Wir haben 2 Fahrzeuge, ein Pace-Car und ein Wohnmobil. Wir haben 3 Räder, zusätzlich nochmal 4 Laufräder, Ersatzbatterien, wir haben jede Menge Lampen, wir haben Ernährung ohne Ende, Getränke ohne Ende, sehr, sehr viele Klamotten. Letztes Jahr war es ja sehr, sehr nass, da mussten wir oft wechseln, dieses Jahr wird es ja warm. Ich habe jetzt 12.000 Kilometer trainiert, also im heurigen Jahr. Plus natürlich Skilanglauf im Winter, also vorbereitet bin ich gut. Jetzt schauen wir. Ja, ich bin jetzt natürlich dabei, mir den Start anzuschauen und möchte so genießen, die Stimmung. Und freue mich schon morgen auf den Start und ich denke, so hat jeder Starter da verdient, dass wir das volle Zuschauer sind. We'll be right back.
Wir hoffen, dass sich die Trainingsanstrengungen für die Fahrer bezahlt machen und wünschen allen Teilnehmern ein gutes und erfolgreiches Rennen.